Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt. Job Simulator Supermarket ist raus, beziehungsweise habe gerade einen Key bekommen und möchte es euch einfach mal zeigen. Ich schaue mal ganz kurz nach, wann das Spiel rausgekommen ist, ob das hier steht. 8. November. Ah ne, kommt dann erst raus. Ah ne, der Shop oder 25. Oktober. Genau, bis zum 8. November gibt es noch einen 25% Einführungsrabatt. Von daher, wenn es euch gefällt, schlagt zu. Aber erstmal schlagen wir zu. Wir gehen mit einem Tastendruck rein. Haben schon mal den Vorteil Singleplayer, Multiplayer. Jetzt gucken wir uns im Angezockt erstmal den Singleplayer an. Speicherstand wählen, auch cool. Benenne deinen Shop. Ich würde gerne schon mal... Burgenland. Kiosk. Ich weiß nicht, ob es ein Kiosk wird. Kiosk. So ein bisschen hier Farbe. So ein bisschen was Blau hin, okay. Weiter. Oder erst Logo, ne? Das ist gut. Dann hier die Farbe. Weiter, so. Das haben wir schon mal ausgewählt. Denn. Ich habe mir heute eine Wohnung angeguckt, das sieht sehr gut aus im Burgenlandkreis. Der eine oder andere LS-Spieler mag vielleicht die eine oder andere Karte kennen. Ja, für mich geht es dann, wenn jetzt alles klappt, im Dezember dahin. Mehr dazu gleich im Spiel vielleicht noch kurz. Oder, ja, machen wir hier erstmal angezockt draus, dann mache ich ein separates Video. So, wähle einen Charakter. Oh. Ah, der sieht mir doch fast ähnlich, oder? Der sieht mir fast ähnlich so. Shop geschlossen. Willkommen in deinem Laden. Guten Morgen, Shopbesitzer. Hier ist ein Überblick über die grundlegenden Aufregung. Gerade folgendes Schema verdienst. Also okay. Bestellung, ja. Abholung, platzieren. Ja. Öffnung, Geschäft, okay. Benutze den Computer. Hier ist ja gar kein Bildschirm. Ach, da oben. Einkaufen, was können wir schon einkaufen? Regalware, Supermarkt. Wir können nur die, ne? Ah ne, da. Merktafel, Kasse. Pflanzen, okay, das ist Deko. Das sind die Waren, die wir erstmal graben können, oder? Kaufen. Kaufen, so. Haben wir hinbekommen. Aber wo landen die denn? Ach, wer bist du denn? Wie süß. So, jetzt gucken wir mal hier. Irgendwo müssen doch die Sachen sein. Da. Anlieferung. Das ist schon mal cool, oder? So, öffnen. Das sieht echt schon nach einem Kiosk aus. Passt doch schon ganz gut. So, wer haben wir drin? Oder haben wir noch mehr drin? Mehr haben wir nicht drin. Wo ist das weg? Wohin? Da hinten ist irgendwas, glaube ich. Was setzt die Preise fest, okay. Gibt es denn hier Shop Simulator Pet Shop? Wie Pet Shop? Kein Pet Shop. Muss, er ist werfen, aber. Bitte kein Mülleimer. Egal. Doch da. Bis jetzt fühlt es sich gut an. Natürlich kommen jetzt wieder die ganzen Kommentare, das gab es doch schon und gibt schon. Ich finde aber, es ist ein Multiplayer, wir können hier miteinander spielen. Von daher, lasst uns dem Spiel doch einfach eine Chance geben. Ist ja sowieso erstmal angezockt, denn ich habe Pläne für die nächsten 2 Monate. Guck mal hier, das geht mehr übereinander, cool. Das ist gut. So, dann sollen wir die Preise festlegen. Musik gefällt mir schon mal nicht, aber umbauen. Nee, interagieren. So, Preis. Marktpreis 1,92. Nehmen wir 1,30. Komm. So. Marktpreis, dann nehmen wir jetzt, nee, 5 ist ein bisschen 4. 2. Nehmen wir hierfür? 2,20, komm.
Dann haben wir ein bisschen Gewinn. Und dann öffnen wir den Laden. Wo ist denn der Laden? Click to collect. Ah, da. Auch so ein bisschen wie in Brasilien, würde ich schon sagen. Auf Mallorca. Das ist aber ein schöner Stuhl hier. Sam, machst du mit? Hello, nice to meet you. Oh, ihr habt einen Korb. Das ist schon mal cool, oder? Entschuldigung. Kassiere für Kunden weiter, ja. Gewinn machen, wir müssen lernen. Artikel scannen, wenn. Pardon, umgekehrt, okay. Scan. Bezahlmodus. Bezahlkarte. Oder Bargeld, okay. So, was hast du? Karte. Gib mal her. Fühlt sich echt gut an. Fühlt sich gut an. Könnte Spaß machen. So. Jetzt haben wir 6,20. Ich krieg 3,80 zurück. Oh, hier gibt es sogar zwei. Oh, ne, dann machen wir das so. 3,80. Aha. Pepsi Light. Wir können hier so rausgehen. Anlieferung, ja. Anlieferung ist da. Mal gucken, dass wir alles haben. Aber die holen uns hier alles weg, ne? Aber können wir auch 2,50 machen vielleicht. Sehr schön. Bargeld. Sehr schön. Und dann gibt es 3 zurück. 3,60. Fünfmal die Kasse selber benutzen, das kriegen wir hin. Legst du noch weiter hinten hin? Ich habe zum Glück lange Arme. Die sind alle zufrieden. Sehr gut. Hi. Lass auch mal gucken, ob wir alle aus Pet Shop kommen. Ich komme gerade von Leipzig zurück, beziehungsweise von Weißenfels. Heute Morgen früh losgefahren. Die Wohnung angeguckt. Karte, ja. 64, danke. Also zufrieden, abgeschlossen. Gleich mal ein bisschen was nachkaufen, glaube ich, ne? Mal eben am Computer so nachkaufen können, einkaufen. Also hier können wir was Neues kaufen und hier aber Toastbrot. Wenigstens hier. Was ist das jetzt hier? Das ist die Konfitüre, ne? Moin, wieder. Packen wir neu rein hier, ne? Ich möchte so ein bisschen teasern euch trotzdem nochmal, auch wenn es hier angezockt ist, vielleicht der eine oder andere neu dazu kommt, aber doch der eine oder andere von euch schaut es ja trotzdem. Von den Stammzuschauern, ich möchte oder ich werde im November ein reines LS-Wochenmonat machen. So, ich wusste jetzt gerade nicht, was los war, aber. Ja, ne, ist gut. Oh, sagt er. Da müssen wir aber abkassieren, hoffe ich. Sie wieder 40 Cent. Teilst du ein? Ah, hier, ja. Bedeutet das im LL, bis auf vielleicht angezockt, wenn gute Spiele kommen, werde ich wirklich nur jeden Tag streamen. Ich denke mal 20 bis 22 Uhr. Bis dann der LS25 kommt, dann wird es einen Sonderstream geben. Dazu mehr dann aber am 1. November mache ich den ersten Sonderstream LS25. Somit wird es dann wirklich keine anderen Videos geben, seid mir dann nicht böse.
im Dezember werde ich wirklich den Umzug haben. Da werde ich entweder was vorproduzieren, vom LS dann wahrscheinlich, oder ein anderes Spiel, muss ich mal gucken. Aber dann im Januar greifen wir wieder an. Neue Wohnung, wenn ich sie kriege, hat Breitband, das heißt, da werden wir dann wieder vernünftig arbeiten können. Und von daher, Tag vorbei fast. Mit X so. Sehr schön. Oh, wir haben Minus gemacht. Warum? 8 Kunden. Ausgaben, okay. Welche Gehälter? Wir haben noch keine Gehälter, oder? Toastbrot niedriger, okay. Müssen wir es dann auch hier abändern? Weiß ich nicht. Nö. Hier nicht. Was haben wir jetzt hier geholt? Toastbrot, okay. Das ist das Lager jetzt, ne? Da können wir jetzt hier, so. Das ist frei dann ein bisschen. So. Öffnen wieder, oder? Ding, ding, ding. Kauft ihr eine neue Lizenz? Okay. Das habe ich noch nicht gemacht. Okay. Wechselgeld 7. Ja. Hier ist noch das Navi an. So, das heißt 47. So, dann komm, dann gehen wir erstmal kurz die Lizenz holen. Wo holen wir die? Da. Kaufen. Geld oder Arbeit? Guck mal. Kann der immer laden. Mach Werbung, um passiv Geld zu verdienen, okay? Arbeiter. Belegschaft. Christoph, Dieter und Waldemar. Shop Level 3 bis 20. Den können wir bald einstellen, aber da müssen wir noch ein bisschen leveln. Nein, dass da jetzt jemand gegangen ist gerade. Weit zurück. Aha. Gut, ne? So, jetzt haben wir Arbeiter freigeschaltet, ne? Noch keine neuen Produkte, oder? Ne. Werbung. TV-Werbung haben wir hier. Geht Werbung. Auch noch Anlagen? Was ist das jetzt hier? Ah, warte mal, dann mache ich jetzt hier. Guck mal hier, dann könnt ihr hier Werbung gucken. Dann kriegen wir Geld. Karte. Aha. Aha. Endlich Werbung, ne? Welche Früchte können wir jetzt noch freischalten? So, ihr kriegt 10 Cent. Gehen wir eben die Früchte freischalten. So. Was haben wir hier jetzt? Lizenz. Welche Früchte? Anforderung. 3 Tage machen, okay. Kann ich noch nicht. Das 3 Tage durcharbeiten. 260. So. So, alles da, ne? Ja.
So, 8. So, dann haben wir den Tag auch beendet. Gehen ins Büro, drücken X. Sehr schön. Morgen. Marktpreis Penne höher, okay. Na, jetzt aber noch nicht gut. Toastbrot hätten wir noch, das können wir noch mal nachlegen. Geht nichts mehr rein, ne? Ich will erstmal hier unten reinpacken. Wie viel haben wir denn schon? 15 Minuten? Ja, da können wir auf jeden Fall noch einen Tag machen. Weil dann kann ich die neue Lizenz jetzt machen. Ne? Ja, jetzt kann ich sie. Bedeutet einkaufen, Pflanzensupermarkt, Früchte, Birnen. Haben wir gar nicht so viel Geld, okay. So, was haben wir jetzt? 6,70 €. Passt. Collect. Kunden können gegen Gebühr zu Hause aus ihr Collect umstellen. Okay. Stellung annehmen. Stellung merken. Artikel zusammensuchen. Okay. Ausliefern. Okay. 10 Cent. Mal gucken, wir haben jetzt ein Click and Dings, ne? Wir müssen auch noch hier Click and Buy. Was brauchen die? Möchte die? Konfitüre einmal annehmen. Muss es bestimmt wegbringen, oder? Ne, packe ich es wieder hier rein. Wo muss ich hinbringen? In der Box. Ja, einmal ist ja auch richtig, ne? Ah, okay. Okay. Schon mal ganz gut, ne? Ab Level 5 kann ich ja einen Mitarbeitenden einstellen. Also das ist jetzt das Obst, ne? Das kriege ich so nicht verkauft. Wochen 19 haben wir. Mal eben das Ding holen. Sich alle hier auf die Birnen. So, dann nehmen wir 1,50 €. So. Äpfel. Zack.
haben 40. Sehr schön, dann haben wir das nämlich auch. So, Nudeln sind ganz gut weggegangen, ne? Aber die sind gerade höher, ne? Der Preis. Warten wir eher auf den nächsten Tag dann. Gucken wir das nochmal weg. Schalte die Lizenz Azubi am Regal frei. Was soll ich gucken? Lizenz. Okay, die brauchen wir. Okay, dann müssen wir erstmal die verkaufen. Aber wir sehen jetzt schon, dass wir können den Christopher eigentlich einstellen. So, steht er da. Christopher, mehr Motivation. Sehr schön. Dann beenden wir den Tag. Und auch das angezockt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Mir aber leid, wenn ich da jetzt wirklich euch auf den Januar vertröste. Aber schreibt trotzdem rein. Würde mich freuen. Bis dahin. Tschüss.